Alan? Dreh dich mal um. Andere Seite. Verdammt, Alan! Verdammt, Corporal! Was führt Sie an diesen gottverlassenen Ort? Schau mal auf die Uhr. Die Leute warten auf ein neues Weihnachtsspecial. Da können Sie lang warten. Ich mach das nicht mehr. Ich habe jetzt meine Berufung gefunden. Verdammt, Alan! Wir wissen beide, dass dir das nicht genug sein kann. Die Leute da draußen brauchen dich. Sie brauchen uns. Sie brauchen ein neues Weihnachtsspecial. Das letzte Weihnachtsspecial hatte 799 Klicks. Das sind fast 800. Und 52 Daumen nach oben. Das sind fast 100. Willst du das wirklich ignorieren? Wissen Sie, Corporal, ich bin jetzt ein anderer. Klar trinke ich ab und zu noch mal einen Glühwein, aber Weihnachten... Ja, Weihnachten. Denk an die Kinder, denk an die Lichter, denk an die Magie. Corporal, entschuldigen Sie, aber... Für Weihnachten, da fehlt mir mittlerweile einfach die Kraft. Corporal, warten Sie. Wie viele Klicks? Herzlich willkommen und ein warmes Hallo. Mein Name ist Robert Allen und ich begrüße euch zum diesjährigen Weihnachtsspecial. Wie jedes Jahr haben wir uns... Oh, was ist? Sorry, ja, Ast im Arsch. Ast im Arsch, Abbruch. Nein, wir lassen laufen. Keeps turning, bitte. Keeps turning. Sieht Robert, man komm, geh auf Anfang, bitte. Ja, ich muss ja gucken. Passt das? Siehst gut aus, klasse. Okay. So, gute Stimmung. Denk ans Grinsen, Robert. Denk ans Grinsen, jo, bitte. Okay. Herzlich willkommen. Nicht anfassen, das ist Pappmaché. Sorry, 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 ja. Ich habe den Dings wieder vergessen. Den ja, hast du vergessen. Macht nichts, Robert. Okay. Super, super. So, wir gehen auf Anfang. Jo. Alle ready? Herzlich willkommen und ein warmes Hallo. Mein Name ist Robert Allen und ich begrüße euch zum diesjährigen Weihnachtsspecial. Wie jedes Jahr haben wir uns natürlich auch dieses Jahr wieder viele Gedanken gemacht und viele tolle Gäste eingeladen. Was für Gäste? Haben wir Gäste? Wir haben keine Gäste, Robert. Warum keine Gäste? Wir zahlen noch dieses Jahr sogar Gage. Ja, die ist schon weg wegen dem Drohnenflug. Wie wegen dem Drohnenflug? Ja, du, das 1200 Steine kosten 1200 Steine für deine gewünschte Drohne. Das Budget ist weg. 1200 für einen Drohnenflug? Ja, lass uns jetzt nicht über Budget diskutieren. Wir gehen auf Anfang. Gute Stimmung, bitte. Ja, was mache ich jetzt? Improvisier halt irgendwas. Das ist doch deine Stärke. Der Mensch braucht Rituale. Rituale geben uns Sicherheit. Durch Rituale spüren wir, dass wir nicht alleine sind. Sie stiften Gemeinschaft, sie überhöhen den Alltag, sie stärken Traditionen. Gerade zur Weihnachtszeit klammern wir uns sehnsüchtig an von unseren Eltern und Großeltern weitergegebenen Bräuche und Traditionen, auch ich. Seit nunmehr 35 Jahren schreibe ich jeden 1. Dezember meinen Wunschzettel an den Weihnachtsmann.
so setzte ich mich auch dieses Jahr nach alter Familientradition am Morgen des 1. Dezember gleich nach dem Aufstehen mit einer Tasse Absinth an den Schreibtisch, um meinen Wunschzettel zu verfassen. Doch dieses Jahr sollte alles anders sein. Irgendwie fand ich meinen Groove nicht, und was anfangs nur ein leiser Verdacht war, wurde schließlich zur absoluten Gewissheit. Schreibblockade beim Wunschzettelschreiben. Als kreativer Mastermind sind mir Schreibblockaden natürlich nicht fremd. Meine erste Schreibblockade hatte ich bereits mit 3 Jahren. Dies überwand ich dann schließlich, als ich in der 1. Klasse das Schreiben lernte. Doch im Laufe meines Lebens habe ich festgestellt, Schreibblockaden sind wie Rockbands, die sich auflösen. Sie kommen immer wieder. Aber nach nunmehr fast 42 Jahren im Showbiz habe ich natürlich einige Coping-Mechanismen entwickelt, um mit Schreibblockaden klarzukommen, welche ich an diesem Morgen auch wie ein Profi anwendete. Yoga. 153 Liegestütze. Noch mehr Yoga. Aber all das half nichts und ich beschloss, das zu tun, was ich immer tue, wenn nichts mehr hilft. Enten füttern. Ich weiß, im Dezember gibt's keine Enten, aber hier ging's mir ums Prinzip. Eine Taube meinte, sie definiere sich als Ente. Klar, ist ja auch 2022, aber auch das half nichts. Ich dachte weiter nach. Ich tanzte wie ein Schwan. Ich spielte Verstecken. Ich band meinen Schuh. Ich dachte noch mehr nach. Ich hing an einem Baum. Ich machte weitere 153 Liegestütze, aber es war wie verhext, mir fiel einfach nichts ein. Als ich wieder zu Hause war, setzte ich mich frustriert an meinen Schreibtisch und war kurz davor, ein Buch über Depressionen zu schreiben. Doch dann ein Wunder. Und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich begann zu schreiben. Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir, dass es dieses Jahr mal wieder so richtig schneit. Nicht nur so ein bisschen, nein, so richtig. Wie damals, als Opa in russischer Gefangenschaft war. So richtig dicke Flocken soll es schneien. So sehr, dass die Deutsche Bahn auf Schlittenhunde umrüsten muss. So sehr, dass alle auf der Welt aus dem Fenster schauen und sagen, Digga! Ja, das ist mein Wunsch. Mit freundlichen Grüßen, Robert Allen. Und dann... an Heiligabend war es dann endlich soweit. Ich war gespannt wie ein Regenschirm. Hallo Robert, hier spricht der Weihnachtsmann. Ja, ich hab dieselbe Stimme wie du. Ziemlich cool, was? Egal, ich hab deinen Brief bekommen. Und ich bin zwar der Weihnachtsmann, aber ich bin nicht Gott. Ich kann's nicht einfach so schneien lassen. Climate change is real, motherfucker. Aber weil du du bist und ich, habe ich dir einen Schneemann geschickt. Frohe Weihnachten. Mein Name ist Robert Allen. Nein, mein Name ist Robert. Du, das ist wie ein Satz, die Hand. Bitte, einmal proben, kalt. Mein Name ist, tack, Robert. Mein Name ist, so? Ja, Körperspannung. Mein Name ist, Doppelpunkt denken. Mein Name ist Robert Allen. From the heart. Mein Name ist, Weihnachten, Robert, das ist kein Kampf hier. Mein Name ist Robert Allen. Mein Name ist Robert Allen. Und das ist schön. Das ist ein schönes Angebot, Mike. So, ich würde gern an der... Kannst du dich dazu bewegen so ein bisschen?
Eierlikör aus Felsquellwasser gebraut. Eierlikör, eine Perle der Natur. Eierlikör. Gedacht. Robert, ganz ehrlich, das ist ja nur bedingt jetzt mein Problem. Ich bin Regisseur, ich kümmere mich. Ja, aber es ist. Du musst zu Hause den Content schaffen und wir haben im Vertrag auch stehen, dass wir das machen. Aber es ist meine Sendung und ich hätte gern den Bananensketch an der Stelle. Du hättest gern den Bananensketch an der Stelle. Ja, weil es heißt Robert Allens Weihnachtsspecial. Okay, dann gehen wir jetzt voller Inbrunst mit guter Stimmung, bitte auf die Lichtstimmung vom Anfang. Der Robert bleibt da sitzen, wir gehen nah ran. Ja, und der serviert uns jetzt den Bananensketch zum Weihnachtsspecial aus dem April. Robert, und bitte. Viel Spaß. So, ist jetzt die Batterie drin? Ja. Gut, dann auf Anfang bitte, gute Stimmung. Mann, ey. So, das wird das geilste Special ever! Neulich beim Grinch. Er befreundet ist mit einem Jammerlappen schon seit vielen... Wir haben 100 Leute gefragt. Bei der Polizei haben sie ausgesagt, sie hätten... Ich sehe im...
nicht auf deine Kindheit und nicht auf die Gesellschaft. Schieb's nicht auf das Wetter und nicht auf die Politik. Schieb's nicht auf die Medien, schieb's nicht auf den Mond. Schieb's nicht auf die Dinge, an denen es nicht liegt. Du bist ein Hurensohn, weil du dich dazu entschieden hast, ein Hurensohn zu sein. Die Tür, auf der stand nur für Hurensöhne, ja, da gingst du hinein. Ich weiß, man hat's nicht leicht in der heutigen Zeit. Alle sind gereizt und die Limits sind erreicht. Stetig steigt der Frust, schlechte News im Überfluss. Die Bahn wieder verpasst beim Warten auf den Bus. Aber selbst wenn dir die Socke im Schuh über die Ferse rutscht und du denkst, dass du's an irgendwem auslassen musst, atme ein, atme aus und mach dir bewusst, nein, es gibt keinen Grund, ein Hurensohn zu sein. Es gibt keinen Grund ein, es gibt keinen Grund ein, es gibt keinen Grund ein, Hurensohn zu sein. Dürfen natürlich auch Weihnachtslieder nicht fehlen. Wow, hey, können wir das dieses Jahr gewaltfrei lösen? Nee, so, komm, nicht. So. Es gucken Leute zu, es gucken Leute zu. Wir sind live. Fast 800 Leute gucken gerade zu. Arsch geleckt. Digga, was soll denn das jetzt? Ich hab mich festgeklebt. Wie festgeklebt? Ja, wie festgeklebt? Verpisst euch jetzt! Mach die Kamera aus. Sorry, aber ich kann so nicht arbeiten, wenn ihr hier klebt. Mach die Kamera aus. Jo, komm, wir machen Schluss für heute. Ich gebe einen aus, macht keinen Sinn. Macht gar keinen Alter, Sinn. Alter, mach die Kamera, sag dem Ingo, ich... Ingo, komm, pack zusammen, wir gehen. Mike, ja. Kannst Schluss machen, das war's für heute. Macht keinen Sinn so. Ja, verpisst euch jetzt! Also. Scheiße! Hey! Hallo! Hey! Ihr Wichser! Hey! Ich bin hier festgeklebt! Ich muss kacken, Alter! Ich komme nicht weg. Na ja, dann schöne Weihnachten. Frohes Fest. Hallo, mein Name ist Robert Allen und das war das diesjährige Weihnachtsspecial. Nun ist es Zeit, die Menschen zu erwähnen, ohne die dieses Special nicht einmal ansatzweise möglich gewesen wäre, und das waren einige. In den nächsten 90 Minuten gilt es also nun, Danke zu sagen. Ich bedanke mich bei Matze Wolf von der großartigen Band Widersacher aller Liedermacher, bei Lena Krämer, bei Kevin und dem Lasertag Würzburg, bei Maggi, unserem menschlichen Flammenwerfer, und bei Jonas Schweitzer für den Soundtrack. Ich bedanke mich beim Immerhin Würzburg, beim Theater am Neunerplatz, beim Chambinski Theater und bei Freddy vom Lucky Panda Studio. Tausend Dank, dass wir bei euch drehen durften. Es gehört schon sehr viel Mut dazu, jemanden wie mich in seine Räume zu lassen, ohne zu wissen, was er eigentlich vorhat. Ich bedanke mich aus tiefstem Herzen bei meiner Band, Lexi, Emil, Corny und Matze natürlich. Danke, dass ihr so spontan dazu bereit gewesen seid, mit mir dieses Lied aufzunehmen.
Ihr habt dafür gesorgt, dass das Weihnachtsspecial tatsächlich auch ein kleines bisschen weihnachtlich wird. Ein großes Dankeschön auch an den Grinch, Martin Maria Eschenbach. Für einen kurzen Moment dachte ich, du haust mir wirklich aufs Maul. Wenn ich einen Oscar vergeben könnte, ich würde ihn mir geben dafür, dass ich so cool geblieben bin. Ich bedanke mich bei Lars, der die Banane gespielt hat. Ohne diesen Sketch wäre das Special eindeutig zu kurz. Ich bedanke mich bei Maxi und last but not least natürlich bei Len. Bei Len Hollywood Jäger. Len hat nun das dritte Jahr in Folge mit mir ein Weihnachtsspecial gedreht. Und jedes Jahr meinte er zu mir, Robert, wir müssen das weniger aufwendig machen, sodass es weniger Zeit in Anspruch nimmt und er weniger Stress hat. Und jedes Jahr wird es aufwendiger, nimmt mehr Zeit in Anspruch und jedes Jahr hat er mehr Stress. Denn Len filmt nicht nur, nein, er schneidet das Ganze auch, kümmert sich um den Ton und kümmert sich überhaupt um fast alles. Was ich damit sagen will, eigentlich müsste das Weihnachtsspecial fast Len Jägers Weihnachtsspecial heißen. Aber Robert Allens Weihnachtsspecial klingt dann doch ein bisschen cooler. Von daher, lieber Len, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz, deine Mühen, deine Geduld und dein Equipment. Ich freue mich auf die nächsten 36 Specials mit dir. Im Namen aller Beteiligten wünsche ich nun euch Zuschauern frohe Weihnachten. Passt auf euch auf, passt auf andere auf, seid keine Hurensöhne und wenn ihr Lust habt, spendet gern einen Betrag eurer Wahl an die PayPal-Adresse in der Beschreibung, sodass ich mit dem gesamten Team das eine oder andere Glas Champagner im Whirlpool trinken kann. Mein Name ist Robert Allen. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, rettet die Wale.